Einen wunderschönen, falsch, wir sind ja bei der Rohstoff-Tagesausgabe und damit moin und herzlich willkommen zu 1178. Rohstoff-Tagesausgabe der Informationsdata am Dienstag, dem 14. Juni 2016. Freunde, ich war ja ein paar Tage nicht da, falls Sie angenommen haben, ich war in England und habe die Queen geheiratet. Wie komme ich jetzt darauf? Wer aber meine Maßnahme? Nein, war ich nicht, sondern Tom und ich waren in München. Wir hatten Säule 2 des Formationsdata Mentor-Programms mit dem Seminar 3 Tage in München. Herzliche Grüße auch an die Juni-Gruppe. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und Sportnachricht des Tages, natürlich habe ich nicht für Sie. Ich habe eigentlich nur ein Zitat eines Kommentars zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar schrieb die spanische, heißt es AS oder AS, kleine Bindungslücke von mir. Die Deutschen beim Eröffnungsspiel sind wie Omas Macaroni-Rezept. Es gelingt immer. Denn Deutschland hat mittlerweile, wenn ich das richtig verstanden habe, das 8. Spiel bei einem großen Turnier in Folge gewonnen. Und was ich auch ganz herrlich fand, da stand noch drauf und in der 90. Minute Schweinsteiger, das war dann die Petersilie obendrauf. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste und wir sehen, oh, meine zwei Lieblingsrohstoffe, Gold aktuell plus 0,3 und Gas plus 0,08%. Ich muss Ihnen sagen, es geht gar nicht anders, ein nachträgliches Zackatum auf Natsche Gas und zwar beim Seminar. Redeten wir über mögliche Einstiege und da hatten wir über Gas gesprochen, wie wir diesen Einstieg gefunden haben etc. pp. Und ich muss Ihnen sagen, ich hätte diese Donnerstagskäsekerze gar nicht mitbekommen gehabt. Ich saß ja im Zug und hier und da und dann gucke ich Freitag drauf und sehe jetzt dann hinterher, dass der Markt dann am Donnerstag ein wunderbares, herrliches Zackatum von 7,8% gemacht hat. Das, was der Markt hier gemacht hat, das ist echt classy. Also das ist wirklich classy. Zeige ich Ihnen gleich. Warten Sie, ich schweife ab. Also, Gold plus 0,2, Gas jetzt doch plus minus 0, Silber leicht unter Druck, Kupfer minus 1, genauso wie Crude und Airbus Gasolin und Brent, also minus 1% und Platin und Palladium mit jeweils minus 1,18 bzw. 1,9%. Also, Gas, hatten wir gesagt, V-Formation 61,8%, die Trade-Split-Marke, hier fallende Linie. Potenzielle Unterstützung, eine Einstiegsmöglichkeit, zumal hier sehr viel Volumen war. Prozyklische Einstiegsmöglichkeit war hier mit dem Bruch dieser trendbegrenzten Linie oberhalb der gleitenden Durchschnitte. So, dann waren wir ja schon mit dem Einstieg hier, da waren wir schon bei plus 17%. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, warten Sie, es gibt ja definitiv diese Linie, schauen Sie, das ist hier Unterstützung, Bericht wird zum Widerstand und da geht der Markt durch und wenn man das kopiert, dann ist das hier nämlich auch noch hier die untere Begrenzung der Bärenflagge und wenn man sich das nur von der allerletzten, von hier die allerletzte Abwärtswelle anguckt, sind wir auch oberhalb der 61,8% Retracement-Marke angekommen. Ich hatte Ihnen ja zuletzt gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Als wir hier an der 250 waren, wir hatten gesagt, entweder kommt der Markt nochmal zurück und macht einen Pullback, dann hätte ich persönlich sogar nochmal nachgekauft, oder der macht eine High Base und dann, wenn er dann durchgeht, ist das die 200-Tage-Linie. Also der Chart läuft gerade ziemlich sauber, muss man sagen. Für den Fall, dass es dem Markt gelingt, jetzt diese ehemals Trendbegrenzende, jetzt Trendunterstützende, die alte 61 Retracement, ehemals Widerstand, jetzt potenzielle Unterstützung. Dazu hier diese horizontale Zone, um 250 zu verteidigen und dann hier aus dieser Konsolidierung über die 200-Tage-Linie drüber zu gehen. Dann ist das Ziel 280, möglicherweise sogar 3. Denn wir haben ja auf der einen Seite hier diese bullische Keilformation gehabt. Hier wunderbare bullische Keilformation, bullisch aufgelöst worden. Sie denken dran, Keilformationen entstehen in einem stabilen Abwärtstrend. Das heißt, der Markt macht hier immer tiefere Tiefs und tiefere Hochs und tiefere Tiefs und tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Sie sehen hier, also das ist ein klarer Abwärtstrend und deswegen ist es typisch und üblich und häufig, dass wenn eine Keilformation bullisch aufgelöst wird, dass der Markt dann erstmal in eine Seitwärtsphase übergeht, bevor es dann nach oben schießt. Und dann hatten wir, als der Markt wieder an die untere Begrenzung dieser Seitwärtsphase angekommen war, unsere Long-Einstiegsmöglichkeit gesucht. Also, für den Fall der Fälle, dass hier die 200-Tage-Linie aus dem Weg geräumt werden kann, im Wochenchart sind wir nämlich auch gerade überkauft, ist das Ziel in Richtung 280 möglicherweise 3, andernfalls Pullback wahrscheinlicher, dann wieder in die gleitenden Durchschnitte. Das, was aktuell Gas macht, zu meiner persönlichen Freunde, sieht sehr gut aus. Dann kurzer Blick auf Crude.
Nee, Crew. Ach, wenn Sie das sehen würden. Ich zeige es Ihnen. Schauen Sie. Also, Adobe Gasoline und Crude, jetzt wechselt das. Beide die ganze Zeit mit minus 1,26 oder minus 1,27. Und immer wenn ich auf den einen klicke, springt er dann über den anderen und dann klicke ich wieder auf den unteren, dann ist es die ganze Zeit Adobe Gasoline. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. Konnte ich überhaupt erklären, was ich Ihnen gerade sagen wollte? Ach, sei es drum. Donnerstagvormittag hatte ich in der DAX-Ausgabe auch mit Ihnen auf die Rohstoffe geschaut. Ich hatte Ihnen ja schon zuvor gesagt gehabt, Freunde, wir haben hier über den Stundenchart zwei Möglichkeiten. Entweder ist das hier, was wir bilden, eine Schulterkopf-Schulterformation oder das ist eine bullische Wimpelformation. Wenn sie bärisch aufgelöst worden werden würde, würde ich am Short-Trigger ziehen. Falls das hier bullisch aufgelöst werden würde, wären das Ziel 51 bis 21,70 bei Crude, also zu Deutsch WTI. Warum? Weil hier Widerstand, 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 potenzieller Widerstand war. Der Markt war kurzfristig überkauft. Ich hätte Ihnen gesagt, es scheint eher wahrscheinlich, dass wir nochmal in Richtung 50 Dollar gehen sollten. Das wären dann in etwa 160 Pips kurzfristig. Setup hatte ich nicht, das war meine Meinung. Und der Markt macht das. Und wir hätten gesagt, wenn die 50 Dollar bärisch aufgegeben wird und für den Fall, dass wir hier diese Unterstützung 1, 2, 3 bärisch auflösen sollten, dann ist das Ziel hier im Bereich von 47,20 bis in etwa 46,50. Hier ist nämlich auch die 200-Tage-Linie, hier ist diese horizontale Unterstützungszone. Sie denken daran, dass morgen Frau Yellen kommen wird und dann gibt es nochmal ja, progressives Euro-Dollar-Trading. Und natürlich wird das auch auf die anderen Märkte, insbesondere auf die Energiewerte, einen Einfluss haben, was die Aussagen bezüglich der zu erwartenden Inflation angeht. Also, technisch gesprochen ist das gerade wahrscheinlicher. Erste potenzielle Widerstandszone ist 49,10. Zweite potenzielle Widerstandszone ist im Bereich von 50 Dollar. Falls wir unter die 200-Tage-Linie fallen sollten, dann dürfte es eine größere bärische Bewegung geben. Jetzt auf aktueller Basis, bevor Frau Yellen kommt, will ich nichts machen. So, Gold. Hatte ich Ihnen gesagt, und ich bestehe darauf, dass ich es Ihnen gesagt hatte, dass der Markt hier eine horizontale Widerstandszone hat. Also, das war Widerstand, das war Widerstand, dann war es Unterstützung, da waren wir durchgefallen, dann hatten wir miteinander darüber gesprochen. Achtung, High Base, Pullback in Richtung 12,25, höhere Wahrscheinlichkeit in Richtung 12,60. Ansonsten, wenn ihr High Base bullish aufgelöst wird, 12,60. So. Das war nicht das, worauf ich bestehen wollte. Worauf ich bestehen wollte, war die Tatsache, dass der Goldchart hier mit dieser blauen Linie eine Widerstandszone hat, plus mit dieser horizontalen Zone eine Widerstandszone hat und dass wir hier langsam überkauft sind. Deswegen hatte ich ihm gesagt, ich glaube ja eher, dass der nicht so mir nichts, dir nicht durchgeht, hat nicht gepasst. Das Entscheidende ist aber, wenn der hier durch diese Widerstandszone geht, hatten wir gesagt, ist das Ziel im Bereich von 1300. Wir machen heute das Hoch im Bereich von 12,89,91. Denken Sie dran, morgen kommt Frau Yellen. Morgen kommt Frau Yellen. Und wenn morgen Frau Yellen kommt und Sie hier reingegangen sind, mögen Sie vielleicht Ihr Risiko angepasst haben. Wenn ich mir das Ganze, ich weiß, es ist ein großer Sprung, wenn ich mir das Ganze so im Monatschart angucke, schauen Sie, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch. Und was wir dann kriegen, ist große rote Kerze. Nein. Nein, nein, nein. Große weiße Kerze, dann rote Kerze, dann weiße Kerze. In der Regel setze ich sowas fort. Dann vielleicht nochmal rote Kerze. Die rote Kerze könnte dann wieder gekauft werden. Falls wir nochmal so eine rote Kerze kriegen sollten, müssen wir nicht. Falls wir so eine kriegen sollten. Selbst wenn wir hier nur ein Doji machen, in der Regel, wenn es so eine dynamische Aufwärtsbewegung gibt und dann gibt es so Pommes rot-weiß, so weiß-rot-weiß, dann geht es in der Regel in die Richtung der vorherigen Bewegung. Dafür müssen wir aber die 1300er Marke knacken. Same, same. Morgen redet Frau Yellen. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht die Marke knacken, sondern nochmal zurückkommen in Richtung zum Beispiel 1250, in Richtung dieser gleitenden Durchschnitte. Von hier aus dann wieder Potenzial in Richtung 1300, möglicherweise 1350 zu laufen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt noch ein bisschen in dieser Range bleiben und Kraft sammeln. Ich habe so eine Klitschko-kleinste Position bei Silber. Und falls der Markt uns noch was anderes gibt, herzlich gerne. Silber, same, same. Da hatte ich Ihnen gesagt, hier High Base. Falls der nochmal zurückkommen sollte in dieser Gegenbewegung, wäre es durchaus interessant, das auf der bullischen Seite aufzubauen. Der Markt machte das tief bei, ach ja, 16,23. Ich wollte die 16, 18 oder 17. Ich will nichts Falsches sagen. Und das habe ich leider nicht bekommen für meinen Trade. Wäre eine größere Position gewesen. Und dann ist der Markt hier
durchgegangen. So, da hatte ich Ihnen auch gesagt, Leute, achtet darauf, 17 Dollar, horizontaler Widerstand. Und deswegen unwahrscheinlich, dass wir in einem durchgehen sollten. Falls wir durchgehen sollten, ist das nächste Ziel bei 17,50. Wir gehen durch, setzen nochmal drauf, das was eben als Widerstand war, ist Unterstützung. Und dann machen wir wieder das höhere Hoch. 1, 2, 3, 4, 5 Tage das höhere Hoch. Morgen ist wiederum Frau Yellen am Dranzen. Nächste Widerstandszone ist bei 18 Dollar. Untergeordnete Unterstützung 17 Dollar, größere Unterstützung im Bereich von 16,60. Ich weiß, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber wenn ich es mir wünschen könnte, dann, dass wir hier aus dieser impulsiven Hauptbewegung in diesem Aufwärtstrend mit Ausnutzung der 61,8% Retracement-Marke hier eine saubere Nebenformation bilden. Also noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen runter, noch ein bisschen hoch, wie auch immer, vielleicht ein Dreieck, vielleicht eine Flagge, wie auch immer. Und dass dann der Markt ein bisschen diese Volatilität verliert und wir aus einer Formation heraus traden können. Das ist, habe ich am Wochenende auch gesagt, das ist ein Nachteil des Formationstradens. Wenn Sie auf Klicken stehen, klick, 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 kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, oh ja, kaufen, verkaufen, ist Formationstraden nichts für Sie. Und das ist auch ein Riesenvorteil des Formationstrading. Denn gerade der Kleinanleger neigt ja dazu so, ich könnte es verpassen, ich muss noch mal rein. So eine Stimme, so, tu dir was Gutes, kauf doch noch mal den Überkauf, den Markt. Vielleicht hast du ja Glück und Frau Yellen sagt das Richtige und der springt sonst wohin. Das ist wiederum das Schöne am Formationstrading. Wir brauchen ein Setup. Wir brauchen eine richtig schöne, saubere Formation, wenn wir etwas über den Tag traden wollen. Und über den Tag sehe ich hier eine bullische Bewegung, die schon, wie gesagt, 1, 2, Pause, 3, 4, 5, 6, eigentlich sind es 7 Kerzen, 7 Mal höhere Hochs gemacht hat, sieht man auch in der Stochastik, überkauft ist, entweder eine Konsolidierung braucht oder ein Pullback und ansonsten würde man hier einen völlig überkauften Markt kaufen. Können gerne andere machen. Meine Güte, ich habe all mein Deutsch gebraucht. Am besten ist, ich komme in einer Woche wieder. Mehr als 2 Videos pro Woche gehen nicht im Ernst. Nächste Ausgabe gibt es von mir natürlich morgen Vormittag zum DAX, zu den Einzelwerten. Dann die nächste Rohstoff-Tagesausgabe gibt es in Videoform am Donnerstag. Dazwischen natürlich heute Abend wird Tom für Sie da sein mit einer Ausgabe zu den Devisenmärkten. Im Übrigen, vielleicht wollen Sie sich doch mal den Gefallen tun und Sie sich mal anschauen. Zum Beispiel das letzte, was er vorgestellt hat, war britischer Pfund, japanischer Yen. Hat mir richtig gut gefallen. Hier. Hauptbewegung, Nebenformation, setzt auf, bärisch aufgelöst. Hat er gesagt, wenn wir nochmal in diese Richtung kommen, Potenzial für eine bärische Bewegung, so locker, flockig 600 Pips. Genialer Trade. Also, auf unserer Homepage www.formationstrader.de. Ich empfehle es Ihnen, dass Sie sich seine schriftliche Ausgabe durchlesen und denken dran, natürlich morgen wird auch Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Was habe ich Ihnen noch nicht gesagt? Ach, na klar. Leute, ist immer nur ein Trade. Haben Sie schon was von mir gehört? Es ist immer nur ein Trade. Und es ist nur eine Börsenphase. Und Börsenphasen, die kommen viel häufiger und gehen viel häufiger als zum Beispiel die Queen. In diesem Sinne, traden Sie bitte risikobewusst. Denn wenn ein Trade nicht in Ihre Richtung läuft, möchten Sie bitte, dass Ihr System Sie automatisch rausschmeißt. Und das geht am allerbesten, wenn Sie vorher gucken, wie viel Risiko kann ich eingehen? Und entsprechend da auch Ihr Stop-Loss benutzen und dann auch dazu halten. Irgendwie hat das jetzt gerade nicht gepasst, sei es drum. Eine Sache habe ich noch auf dem Herzen und das ist mir ganz wichtig. Nicht, dass mein Name Hamed Esnachari ist so, sondern ich wünsche Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle Atomkern gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader doch bitte gewogen.